Hier, dieses Minikit. Verdammt nochmal, wie komme ich da dran? Ich war auch der Meinung, dass ich dann irgendwie von hier raus rankomme, aber wo ist das genau? Da hinten ist auch noch eine Münze da. Komme ich da echt irgendwann mal später noch hin, oder? Da werde ich eben echt nicht schlau draus. Weil da oben rechts ist ja noch irgendwas. Aber was das zu bedeuten hat, man weiß es nicht. Nee, von hier komme ich da auch nicht hoch, dass ich da irgendwie rüberfliege. Boah, echt schade. Aber wie gesagt, da werde ich echt dieses Mal nicht ganz schlau draus. Ja. Würde nicht klappen, aber... Ja, von hier aus ist natürlich auch die Strecke viel zu lang. Schade. Ganz am Anfang würde ich aber auch gerne noch eine Kleinigkeit nachgucken. Ach stimmt, hier war ja auch eins, genau. Zwei Stück, wo der Powerstein ist, weiß ich auch nicht. Echt knifflig. Da ist auch nichts. Noch mal ein bisschen Kleingeld. Ah, hier ist auch noch mal ein bisschen Kohle. Okay. Jetzt müssten wir ja wieder am Anfang vom Level sein, genau. Komm da nicht irgendwie hoch, oder? Das soll man auch gar nicht hochkommen, habe ich das Gefühl. Schade. Hätte ja sein können. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich hier rüber da noch irgendwie rüber kann. Da hinten sind noch irgendwie Münzen. Mann, das muckst mich jetzt voll. Ah! Hier ist doch noch was. Ich wusste doch, dass hier was ist. Ich wusste nicht was, aber ich war mir sicher. Warte, wir machen das anders. Ja, hat funktioniert. Tatsache. Ich wusste es doch. Ich wusste es, Leute. Mir war das so klar, dass hier noch was ist. Ich wusste es. Kann ich mal hier... Boah, das ist echt unfassbar. Ah, wie cool das ist. Also das Level ist echt groß. Das ist echt mega cool. Dass hier dann noch so ein riesiger Abschnitt ist. Cool, cool, cool. Ah, und da ist auch der Powerstein, okay. So. Boah, wie viel hier noch ist. Echt unfassbar. Wenn hier nochmal doppelte Punktezone wäre, das wäre ja ein bisschen krass. Aber das war echt gut versteckt. Also es ging eigentlich. So übel war es nicht mal versteckt, aber da kommt man halt nicht gleich drauf. Dunkelheit. Okay. Ah. Und damit hätten wir auch den Powerstein. So. Und... Ah. Ein paar Münzchen ausgegraben.
Okay. Ups. Ah. Das ist echt cool. Hier war ich auf jeden Fall schon mal in dem Abschnitt. Ja, und da kommen wir auch rüber. Ich wusste es. Es war mir klar, dass wir hier an diese Stelle irgendwie kommen müssen. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut. Da ist auch nichts mehr. Ist aber echt ein cooler Abschnitt. Ist versteckt und da kommt man nur mit bestimmten Charakteren hin. Dann hast du echt nochmal eine ganz andere Sicht auf das Level. Hier ist sogar so eine Art Brunnen. Ist ja cool. Da irgendwie noch was machen? Nö. Okay. Dann holen wir uns hier noch natürlich das Mini-Kit. Und zwar mit Django. Jawohl. Ein einziges fehlt uns noch. Gut, dann gehen wir mal wieder weiter. So, ich achte auch auf den Bildschirm, das wäre das letzte dann. Das kommt aber auch, glaube ich, wesentlich später. Ja, freue ich mich. Sehr gut, dass wir den Abschnitt gefunden haben. Wie gesagt, ich denke, als ich das Spiel damals als Kind durchgespielt hatte, habe ich den Abschnitt wahrscheinlich auch schon gefunden, aber habe mich halt jetzt nicht mehr daran erinnert. Ist ja auch schon wieder echt ein bisschen her. So. Nein! So. Uno momento. So. Okay. Achso, ich muss ja nach unten, fällt mir gerade ein. Dann gehen wir nochmal durch das Level nach oben. Oh. Ein bisschen Kleingeld noch. Wie gesagt, ein einziges fehlt uns noch. Das war echt schwierig in dem Level, das muss ich echt sagen. Das war echt nicht so einfach. Ups. Wollte ich gar nicht lang. Bin wieder blind. Okay. So. Okay. Stimmt, das ist ja hier irgendwo, ne? Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich an dieses Mini-Kit rankomme. Wenn ich es nur wüsste. Ah, oh, das ist echt. Ach, warte, ich habe eine Idee. Ah. Dann gehen wir einfach mal mit dem da drauf. Ja, Tatsache. Juhu, ich hab's hingekriegt. Ich muss doch nicht an meinen mentalen Fähigkeiten zweifeln. Naja, vielleicht ein bisschen. Sehr schön, wir haben alles gefunden. Boah, war das eine Tortur. Ist ja unfassbar. Okay. Ups. Dann gehen wir mal weiter. Entschuldigung. Ich muss hier gerade nebenbei was checken, das tut mir ein bisschen leid. Ups, so. Okay, dann gehen wir nur noch zum Ende des Levels, weil wir haben jetzt alles gefunden und haben damit alles erfolgreich abgeschlossen. Oh, heilige Scheiße, ey. Leute, Leute, Leute. Genau, hier können wir nochmal ein bisschen Geld einsammeln. Ja. Jetzt übrigens auch schon wieder 2 Stunden am Aufnehmen. Jo. Einen Moment. Wie gesagt, ein bisschen Kohle will ich noch einsammeln. Boah, ich freue mich echt, Leute.
Also wie gesagt, das war echt knifflig in dem Level. Ich freue mich echt, dass ich es geschafft habe. Und wir sammeln natürlich nochmal die restliche Kohle ein. Komm, das muss jetzt noch sein. Dass wir wirklich... Na, großartig. So viel wie möglich kriegen. Jawohl. Okay. Oh Mann, hoffentlich wird das in den nächsten Leveln nicht ganz so knifflig. Also ist ja okay, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Aber das war echt ein bisschen schwieriger. So. Hä? Fliegt uns das Teil hinterher? Ups. Dann hier nochmal aufbauen. Okay. Ah, und hier können wir auch nochmal die Macht benutzen. So. Ich erinnere mich noch daran, als wir hier wirklich, als uns hier nur noch ganz wenig Geld gefehlt hat, also Münzen, für die 100%, also für den wahren Jedi. Daran erinnere ich mich sogar noch und dann haben wir wirklich jede einzelne Münze eingesammelt, um noch genug Kohle zusammenzukriegen. Und jetzt haben wir... Ja, einfach mal 1,3 Millionen zusammen. Oh, ohne irgendwelche Probleme. So. Dann einmal hier lang. Okay. Gut. Ich würde sagen, das folgt uns echt, ne? So. Und in dem Level haben wir echt noch mehr gefunden als im letzten. Aber ich glaube, im letzten Level, also das wir gespielt haben, da kriegen wir schneller die Kohle zusammen. Hier kriegen wir zwar ein bisschen mehr zusammen, aber es dauert einfach länger. Na los. Okay. Ah, meine Güte, meine Güte. Ja, ist aber schon, also ist echt ein langes Spiel, wenn man eben die 100% macht. War ich aber selten in Spielen, muss ich zugeben. Aber dem Spiel habe ich mir gedacht, komm, da machst du es einfach mal. Weil ich es einfach auch als Kind auf 100% hatte. Und da lohnt es sich einfach. Boah, das ist echt schön, dass man hier noch so viel zusammenkriegt. Dann hier nochmal als Kopfgeldjäger. Und dann können wir auch direkt schon im nächsten Level weitermachen gleich. So. R2-D2. Mir fällt übrigens erst jetzt auf, dass das Socken sind. Also da hängt ja einmal ein Cape von Obi-Wan und die anderen Blöcke hier, das sind Socken. Ich hoffe, man sieht das. So. Ich denke, so sollte man sehen, das sollen Socken darstellen. Ist auch recht schön. So. Okay, sonst noch irgendwas? Hier ist nochmal was. Boah, echt unfassbar. Ja. Einmal zusammenbauen. Yay. Huh. Das können wir auch nochmal zusammenbauen. Und wir haben fast 1,5 Millionen zusammen. Krass. Ist der Typ noch drüben? Achso. Vielleicht hier mal aktivieren, wäre nicht schlecht. So, ich mache dir mal den Weg frei. Jetzt können wir das Level auch abschließen. Juhu. Ich hab's geschafft. Ich bin doch nicht blöd. So. Meine Güte. Schnelle Macht. Sehr schön. Das ist nice. Das wollte ich haben. Sehr gut. Und wir konnten unser Konto einfach mal auf 3,5 Millionen anheben. Das ist nicht schlecht. 7 Minikits haben wir gefunden, also noch die restlichen.
Das heißt, da kriegen wir nochmal ein bisschen was zusammen. Jawohl. Und nochmal 100.000 wegen den Minikits. Ah, sehr schön. Fast 4 Millionen. Nice. Nur noch 1 Million fehlt und wir können uns unser erwünschtes Extra holen, das der 6-fach Multiplikator.